Ich sehe auch, es kommen schon die ersten Fragen rein. Ich würde einfach mal loslegen. Du hast jetzt schon viel über Nährstoffe gesprochen. Du hast Eisen angedeutet, Jod, Selen. Was sind denn da die wichtigsten Nährstoffe, dass die Schilddrüse ja wieder ordentlich funktionieren kann? Also, wenn ich jetzt wissen will, ob zumindest die wichtigsten Sachen drin sind, dann muss es auf jeden Fall Vitamin D sein, es muss Eisen sein, es muss Selen sein, es muss Jod sein. Jod, wahnsinnig wichtiges Thema, fürchterlich unterschätztes Thema. Und da gibt es meiner Ansicht nach auch echt nur einen richtigen Weg rauszufinden, ob genug Jod drin ist, nämlich im 24-Stunden-Urintest. Dann müssen die B-Vitamine stimmen, weil wenn die Schilddrüse wirklich ackert, dann entsteht relativ viel toxischer Abraum. Allein schon, weil wenn ich eine Immunfunktion durchführe, dann zerlege ich ja Viren, dann zerlege ich Parasiten, dann zerlege ich Borrelien. Und die müssen alle hinterher irgendwie raustransportiert werden. Dafür brauche ich eine ordentliche Leberfunktion. Die Leber braucht B-Vitamine. Das heißt also, auch selbst die Schilddrüse selbst keine B-Vitamine, zumindest nicht in wahnsinnig großer Menge braucht, brauche ich auf jeden Fall einen ausreichenden Vitamin-B-Spiegel, weil sonst sollte man die Schilddrüse vielleicht lieber nicht antreiben, weil man sonst mit den toxischen Metaboliten nicht klarkommt. Und was die Schilddrüse natürlich braucht, sind die richtigen Proteine. Also einfach mal angefangen vom Tyrosin oder vom L-Tryptophan. Also genug Eiweiße, damit ich meine Hormone überhaupt zusammengebaut bekomme. Das ist so die Basis, was man bestimmen sollte. D, Eisen, Selen, Jod, B-Vitamine, Proteine. Okay, dann wäre meine Frage. Bei diesen Nährstoffen, wie häufig misst du da Mängel von den Leuten, die mit Problemen zu dir kommen? Boah. Naja, ehrlich gesagt, das ist ein Teil von der Antwort auf die allererste Frage, wie viele Leute haben wohl Schilddrüsenstörungen? Ja, also Also die. klar, jetzt habe ich natürlich dadurch, dass ich eine Praxis habe, in der ich würde sagen, eher 80% kommen, weil sie ein Energieproblem haben, messe ich eher bei 90% meiner Patienten Mängel. Ja, die Mängel sind immer so ein bisschen unterschiedlich, das stimmt schon. Aber dass ich bei jemandem Blut abgenommen habe, gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie brauchen wirklich gar nichts, das kommt eigentlich nicht vor. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, sonst würden die Leute ja auch nicht zum Arzt gehen. Ja, ich meine, allein schon Vitamin D haben ja sowieso 80, 90% je nach Quelle der deutschen Bevölkerung da Probleme. Jod sieht vielleicht nicht unbedingt besser aus und auch Selen ist auch nicht unbedingt so leicht abzudecken. Okay, also du misst auf jeden Fall häufig Mängel. Und allein die können schon dafür sorgen, dass die Schilddrüse nicht so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Und auch, dass das Immunsystem, wenn Vitamin D3 quasi nicht mehr vorhanden ist, oder auch Jod oder Selen, das sind ja alles wichtige Dinge auch fürs Immunsystem. Das heißt, das ja, zählt quasi alles, also es spielt alles zusammen. Und was auf jeden Fall wichtig ist, dass man diese Speicher wieder auffüllt. Korrekt. Gibt es da eine spezielle Reihenfolge, wo du nach der du vorgehst, erst, also oder machst du dann alles auf einmal hoch, wo du eine Menge gefunden hast? Nee, also es gibt ja gibt es doch, also es gibt schon eine spezielle Reihenfolge in der Hinsicht, dass ich immer erst schaue, dass alle Vitamine, die primär mit der Entgiftung zu tun haben, da dürfen keine Mängel bestehen. Weil den Stoffwechsel anzutreiben, solange ich möglicherweise mit den toxischen Metaboliten nicht zurechtkomme, ist immer keine gute Idee. Auch den Stoffwechsel anzutreiben, wenn ich möglicherweise noch immer eine Entzündung habe, ist auch keine gute Idee. Vielleicht noch, also es kommen auch viele Fragen noch zu den Nährstoffen rein. Vielleicht könntest du mal zusammenfassend sagen, wenn jemand keine akute Entzündung hast, wie du das vorhin mit dem Eisen erklärt hast, dass man das dann nicht geben sollte. Was du rätst in Bezug auf die Schilddrüse, also auch welche Dosierung da ungefähr ratsam wären. Kann man da eine ganz allgemeine Antwort geben, zum Beispiel zum Jod, zum Selen, zum Vitamin D3? Kannst du dich da so weit aus dem Fenster lehnen oder sagst du, es ist so individuell, das wäre jetzt unseriös, wenn man da mal
einen Rahmen vorgibt. Also ich meine, dazu gehört jetzt natürlich wirklich der medizinische Disclaimer, den wir vorher ja nicht Ach so. eingeblendet haben. Also Ja. bitte don't try this at home, ohne irgendwelche Laborwerte gemacht zu haben. Ja. Ich sage mal eine Hausnummer, aber bitte, bitte, das ist wirklich keine Empfehlung für irgendein Individuum, sich damit dann tatsächlich aufzusättigen, weil wer weiß, Ja. ob es fehlt. Und das hilft natürlich auch wirklich nur, wenn es fehlt. Ja. Also Vitamin D ist meine Beobachtung. Und ich meine, klar, da bin ich jetzt natürlich auf der Seite vom Spitzer. Jemand, der nicht mindestens 5.000, 6.000 Einheiten Vitamin D am Tag nimmt, der kriegt einen Mangel. Punkt. Ja. Und ich messe das so oft, das kann ich einfach beweisen. Ja. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich meine, es liegt sicherlich an UVB-Schutzverglasung, dass kein Auto nimmt mehr, lässt mal die Sonnenstrahlen durch, die tatsächlich Vitamin D aktivieren. Die Leute sitzen alle hinter Glasscheiben, die auch die UVB-Filterung haben. Die wenigsten Menschen gehen noch draußen rum und das ist eine lustige, aber auch eine wahre Beobachtung. Die einzigen Menschen, bei denen ich ordentliche Vitamin D-Spiegel messe, sind Gärtner. Ja, klar. Wenn man Vitamin D nimmt, bitte, bitte, bitte immer, immer, immer Vitamin K2 dazu, weil die zwei gehören einfach zusammen, weil sonst kann es tatsächlich dazu führen, dass das Vitamin D durch die Anreicherung vom Calcium zur Calciumablagerung in der Niere führt. Das ist jetzt zwar bei 5.000, 6.000 Einheiten noch nicht so wahrscheinlich, aber bitte, bitte nicht ausprobieren, ohne es gemessen zu haben. Das Vitamin K2 schaltet ein bestimmtes Hormon, das Osteokalzin, im Knochen ein, sodass der Knochen weiß, ah, das ganze Calcium gehört zu mir. Und dann reichert sich das nicht in den Gefäßen an und damit auch nicht in der Niere. Dann beim Selen, da scheiden sich die Geister so ein bisschen. Also super safe ist 55 Mikrogramm am Tag. Das ist so ungefähr die tatsächliche Tagesmenge. Protektiv scheint aber wirklich 200 Mikrogramm zu sein. Ich muss aber sagen, auch das messe ich standardmäßig. 200 Mikrogramm ist dauerhaft, zumindest von den Laborwerten her, zu viel. Zu viel, Die das sind, Wahrheit. okay. Die Wahrheit, würde ich sagen, liegt also irgendwo zwischen 100 und 120 Mikrogramm am Tag. Das ist das, was ich nehmen würde. Könnte man dann auch 200 Gramm alle, 200 Gramm, 200 Mikrogramm alle 2 Tage nehmen zum Beispiel? Oder das würde, ist auf jeden Fall, ja. So empfehle ich es in der Regel, weil es relativ gut im Organismus verbleibt. Das ist anders als das Vitamin K2 zum Beispiel. Das muss man tagesaktuell nehmen, sonst wird es einfach abgebaut. Aber Selen kann man auch jeden zweiten, kann man, je nachdem, ob der Spiegel dann passt, auch jeden dritten Tag nehmen und kann dann sich eben einfach auf seinen Idealspiegel hinarbeiten. Ja. Aber so, es gibt halt viele Kapseln, die haben so um die 50 Mikrogramm, es gibt viele Kapseln, die haben so um die 200 Mikrogramm und in der Regel ist beides nicht perfekt. So, Ja. deswegen irgend so eine, alle jeden zweiten oder jeden dritten Tag ist eine ziemlich gute pragmatische Lösung. Okay, dann Jod. Da scheiden sich auch die Geister extrem zwischen DGE. Ich weiß nicht, 100 Mikrogramm. Ja, ja oder also in Japan, in Japan nehmen sie im Milligramm-Bereich, also durch die Algen und so weiter. Ja. Also, wenn man nichts riskieren will, und Vorsicht, Hashimoto, da ist die offizielle Lesart kein Jod, Klammer auf, das ist natürlich Blödsinn, weil alle anderen Körperzellen brauchen auch Jod, Klammer die zu. Die Nebennieren sind ja darauf. Die Muskelzelle, das Gehirn, die Sehne, jede einzelne Zelle im Körper braucht Jod. Das ist also eigentlich Wahnsinn, Menschen mit Hashimoto zu sagen, bitte kein Jod nehmen. Mhm. Es ist aber schon so, dass es Patienten gibt, bei denen kann man durch die Jodgabe so einen Autoimmunprozess nicht nur antreiben, sondern auslösen. Und das ist einfach so, das ist die Wahrheit. Das heißt, bei Jodeinnahme, wenn man alle Antikörper bestimmt hat und die sind alle negativ, also ich habe keinen aktiven Autoimmunprozess mit der Schilddrüse, dann liegt meine persönliche Wahrheit bei einer Jodgabe zwischen den eigentlich empfohlenen 200, 220 Mikrogramm und 50 Milligramm. Okay? Und deswegen messe ich es halt einfach. Ja. Und ich meine, dazu habe ich zum Beispiel auch nochmal, ich meine, wahrscheinlich, wir überschreiten als Vierter die Zeit, aber das finde ich tatsächlich nochmal wichtig. Ja. Also wenn es interessiert, dann zeige ich es nochmal kurz. Ja, sehr gern. Dazu gibt es einfach einen schönen, total einfachen Test. Das ist halt ein bisschen lästig, weil man 24 Stunden Urin sammeln muss. Könnt ihr das jetzt sehen? Ja, kann man sehen. Ja. Also was da gemacht worden ist, ist sowieso relativ relevant, weil ich habe ja vorher auch gesagt, alle Schilddrüsenwerte messen, wenn man einen Verdacht hat. Hier ist jetzt die Ausscheidung im 24-Stunden-Urin gemessen worden, und zwar einmal vom T3, vom T4 und dann vom Verhältnis von T3 zu T4.
Und da kann man sehen, dieser Mensch scheidet eigentlich zu viel von seinem T4 aus und ist aber nicht in der Lage, davon sehr viel T3 zu produzieren. Also dieses hier ist jetzt vom Verhältnis her im grünen Bereich. Entschuldigung, ist von der Absolutmenge her im grünen Bereich. Das Verhältnis stimmt aber eigentlich nicht. Das bedeutet, dass die Schilddrüse viel zu viel T4 bilden muss, um gerade noch auf die richtige Menge T3 zu kommen. Das ist der Ansatz zu einer Konversionsstörung. Ich zeige nochmal kurz ein anderes Bild, wo es nochmal deutlicher wird. Ich komme gleich nochmal aufs Jod. Aber hier wird deutlicher, warum das total sinnvoll ist, die Schilddrüsenhormone auch im Urin zu messen. Weil hier sieht man, hier ist das T4 zwar im grünen Bereich, aber dieser Mensch hier kriegt wirklich nicht mehr genug T3 gebacken. Ja? Das heißt, hier habe ich jetzt nicht dabei, aber dazu gibt es dann auch die Laborwerte aus dem Blut. Die sind völlig unauffällig. Und wenn ich es aber nachmesse, weiß ich, okay, hier liegt ein echter Mangel an T3 vor. Der Mensch kann das nicht in die Zelle bringen. Ja? Also, das war jetzt nur ein kurzer Exkurs. Also, ich wollte nur sagen, wenn ich alle Schilddrüsenhormone meine, Schilddrüsenwerte meine, dann meine ich unter anderem auch die Ausscheidung im Urin. Jetzt wollte ich nochmal kurz aufs Jod zu sprechen kommen. Dieses hier ist ein Test, den ich gehijackt habe. Der ist vom KEAG, also vom Dr. Kamsteeg, da in Holland, das ist eigentlich ein HPU-Test. Und das ist ein Kickoff vom HPU-Test und die bestimmen die Jodmenge im 24-Stunden-Urin. Also der Patient sammelt 24 Stunden lang Urin und dann wird das Jod bestimmt. Und darauf sind diese Referenzwerte auch getrimmt. Also man sollte zwischen 160 und 480 Mikrogramm in 24 Stunden ausgeschieden haben. Und das ist erschreckend, weil ich habe bisher noch niemanden gefunden, der das nativ überhaupt erreicht. Ja? Also niemand, der diesen Test gemacht hat, ist auch nur auf die Untergrenze von 160 Mikrogramm in 24 Stunden gekommen. Da habe ich gesagt, ich habe diesen Test gehijackt, ja in der Tat, weil ich mache es andersrum. Ich will wissen, ob der Jodbedarf wirklich sehr hoch ist. Das heißt, wenn ich sicher bin, jemand hat keine Autoimmunfunktion, dann gebe ich den Menschen 50 Milligramm Jod. Über logische Lösung oder über Habe ich Tabletten? zu Anfang gemacht, war mir echt zu ungenau. Ich habe es jetzt als Kapseln gemacht. Also als Kapsel kann man genau die 50 Milligramm abmessen und dann weiß ich auch genau, das ist die Menge, die reingekommen ist. Und wenn davon nicht mindestens 45 Milligramm wieder ausgeschieden werden, also der Mensch tatsächlich 5 Milligramm Jod behalten hat, ja, heißt die Toleranz ist, dass jemand 5 Milligramm Jod behält bei einer eigentlich empfohlenen Tagesmenge von 200 Mikrogramm, das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also wenn nicht mindestens 45 Milligramm wieder rauskommen, also ungenutzt wieder ausgeschieden werden, dann besteht ein Jodmangel. Und tatsächlich ist dann so, ich meine, gut, ich teste das halt tatsächlich kinesiologisch mit meinen Patienten, wie viel Jod für die jetzt eine gute Idee ist. Aber das kann natürlich nicht jeder machen. Wenn man das nicht kann, wenn man es nicht austesten kann, dann ist es ein probates Vorgehen, dass man wirklich die Lugolsche Lösung dann hernimmt. Die Lugolsche Lösung, also ich nehme die 5-prozentige Lugolsche Lösung. Da nimmt man dann einen einzigen Tropfen, in dem normiert theoretisch 6,25 Milligramm enthalten sind. Diesen einen Tropfen gibt man auf einen Liter Wasser und davon trinkt man dann 100 Milliliter am Tag, um sich an diese Gabe zu gewöhnen. Das sind dann also 600 Mikrogramm, das ist also immer noch die dreifache empfohlene Tagesdosis. Aber darunter kriegt keiner der Patienten, die das bisher bekommen hat, irgendwelche Nebenwirkungen. Sie merken allerdings leider auch nicht gleich eine Verbesserung, weil dazu ist die Dosis einfach zu gering. Dann ist die Maßgabe, sich langsam und vorsichtig vorzuarbeiten und die Dosis Stück für Stück zu steigern, bis man dann wirklich, also viele Menschen wachen dann wie auf so einem Schlaf auf und bemerken dann, ach, so könnte es mir eigentlich gehen. Und das ist also erschreckend, bei wie vielen Menschen das tatsächlich jodabhängig ist, weil ich denke, das wäre eigentlich vermeidbar. Ja, und die Person, wo man gerade gesehen hat, die hat ja 37.000 noch was ausgeschieden. Du hast gesagt, wenn man nicht mindestens 45.000 ausscheidet, dann ist es auf jeden Fall schon ein Mangel. Und Ich kann es nochmal zeigen. ja, das wäre jetzt auf jeden Fall auch ein Mangel da Genau, gewesen. also Ja. hier, wir berechnen dann den Prozentwert, also wie viel Prozent sind tatsächlich wieder ausgeschieden worden. Und Ja. hier müssten 45.000 rauskommen, dann kann man sagen, okay, das kannst du lassen. Wenn es 37 sind, dann hat dieser Mensch hat ja jetzt ja 10 13 Gramm Jod, Milligramm Jod Milligramm. behalten. Und das Ja, ist ja das schon ist. spektakulär, wenn man die eigentlichen Referenzwerte betrachtet, gell? Ja, wo man dann aber auch
drüber streiten kann, wie sinnvoll sind die Referenzwerte, auch bei den Nährstoffen. Ja, Okay. genau.